Ich spiel's nicht so oft. Spielst du aber bei mir? Nicht so oft, das ist gut. So, also, name the game. World of Pooh, Who, Die oder Who. Das kennst du, oder? Hast du, hervorragend, geht schon mal gut los. Was haben wir noch? Er bekommt 3 Punkte. Wie viel Prozent aller eingereichten Titel, also bei uns, erhielten 2011 kein Kennzeichen? Also die, die wir nicht durchgeladen haben. Nee, wir indizieren ja nicht. Nicht falsch verstehen, das macht die Gebirin. Guck da. Ja, musst du aber besser raten. Aber ist schon okay. 1% kommt tatsächlich ohne Kennzeichen raus. Wann wurde der erste 3D-Langfilm im Kino uraufgeführt? Ich gebe den Tipp, das ist eine Weile her, aber nicht ganz so lang. 3D. 1922 wäre es gewesen. Warte, so halt. Vor 90 Jahren mittlerweile. In welchem Spiel kann man nächstes Jahr die ganze Stadt hacken? Das ist Dogma, Dogma, Watch Dogs. Die Frage ist ein bisschen unfair für seine Altersgruppe. Du guckst doch den ganzen Tag mal. Ich helfe dir, schnell, ich glaube es ist C. Sleeping Dogs kommt übermorgen raus. Ich hätte es dir sagen können. Welche Institution kann ein Spiel in Deutschland rechtskräftig verbieten? Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema. Und zwar muss... Nein, jetzt warte doch. Ich wollte dir doch noch helfen. Hier doch nicht. Das sind die bösen Anwälte, die so viel Kohle dafür kriegen, dass sie lügen. Zeit läuft ab. Welches PC-Spiel wurde am häufigsten aufkopiert? Das, was du am Anfang hättest sagen sollen. Ja? Das ist korrekt. Siehst du den? Ja, ich auch noch, wenn das so einfach ist. Ich schätze mal, auf müssen Konsolen, mal recherchieren, ob das noch aktuell ist. Wie heißen die beiden Trägerverbände der USK? Du hast doch so ein Lanyard hier. Guck doch mal drauf. Da, das Ding da unten, dein Ausweis. Guck mal da. Was steht denn da drauf? Richtig, das sind nämlich die Verbände der Spielindustrie. Richtig? Ey, ich wie viele Musiker sind in der Straßenband von Machinarium, ist das Deutsch? Keine Ahnung, whatever. Hallo? 3. Hallo? Ja, siehst du, da kann ich, wenn du kennst, dann kannst du keine Grund zu helfen. Welcher ist der älteste spielbare Protagonist? USK stand irgendwie, der Martin macht gerade das Quiz mit den T-Shirts. Jenseits deiner Altersgruppe sind. Wer klingt denn ein Western-Held davon? Okay. Red Dead Redemption. Das ist korrekt. Also es ging nicht um chronologisch der Älteste, sondern um tatsächlich altersmäßig von dem Charakter. Und die musst du alleine beantworten. Kontrolliert die USK auch den Handel? Also dürfen wir den Geschäften vorschreiben, was sie machen? Oder halt nicht? Korrekt! Ich würde sagen, kleinen Applaus für den kleinen Mann. 5 Punkte. Wollen wir... Du hattest so viele 18er Fragen, das ist schon ganz schön unfair. Komm, du kriegst ein T-Shirt. So, wer war jetzt dran hier? Du musst dir T-Shirt abholen.